Ein wunderschönes Hallo, meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Gebirges. Willkommen zurück zu Kirby Star Allies. Ich wollte gerade Planet Robobot sagen, aber das ist falsch. Wir sind bei Star Allies, dem Spiel auf der Nintendo Switch. Nicht auf dem 3DS, der Switch. Wir befinden uns im fernen, fernen All und begeben uns heute zum Planeten Caverna, einem etwas grünlichen, grauen Planeten mit ganz vielen Höhlen, so wie es aussieht. Und nicht mehr lange quatschen, hinein! Wir werden also nach dem Level hier auch noch den Mond angehen, des Planeten. Und dann schauen wir mal, was uns dort erwarten wird. Okay, wir bekommen Elektro-Power vorgesetzt und wir bekommen hier einmal Elektro, bitte. Und einen Bumerang. Wollen wir irgendwas davon haben? Nicht wirklich. Wir haben Elektro-Power, wir haben Wind-Power, das passt. Das sollte passen. Was haben wir so Schönes? Wir sind aus Maul. Hallo, jemand zu Hause? Okay, wir haben 5 Schalter, die wir aktivieren müssen anscheinend. Okay. Ich nehme an, die sind alle hinter diesen komischen... Oh, kann ich dich eigentlich... Nein, du bist tot. Okay, wir haben 5 Schalter in 5 verschiedenen Räumen, die wir alle aktivieren müssen, so wie es aussieht. Okay, das könnte schwierig werden. Oder nervig, je nachdem. Oh. Nein, lass mich in Ruhe. Au. Verdammt, hab ich verfehlt. Aber wir haben so eine schöne Eigenschaft, dass wir den Gegner einfach umklatschen können. So, mein Freund. Pam. Und zwar aufs Brutalste, was geht. Heilungs-Items haben wir auch. Für die ganze Gruppe einmal. Dankeschön. Ist in jedem Raum einer von diesen komischen Typen drin? Sieht ein bisschen anders aus, wa? Also in jedem Raum ein kleiner Miniboss. Das ist interessant. Ah. Okay. Okay, das war also der zweite. Gehen wir erstmal nach links. Nach links, nach rechts. Erstmal nach rechts unten. Schauen wir mal. Wir haben hier irgendwas, das so weg... ätzen müssen. Oder wir hauen uns so weg. Ist auch in Ordnung. Da haben wir einen Hammer. Bonk. Moment. Zack. Sehr gut. Ist da ein Secret drin? Okay. Problematisch. Ich kann es nicht weghauen. Aber wir brauchen auch eine Fähigkeit hier. Wir brauchen die Boss-Fähigkeiten, so wie es aussieht. Wir brauchen auf jeden Fall einen Künstler. Also wir brauchen jemanden, der malen kann. Gehen wir mal hier rein. Und wir brauchen jemanden, der schleudern kann oder das zerstören kann. In irgendeiner Art und Weise. Ah, Kashiwa. Den, ich meine, den Typen, der das machen kann, hatten wir schon, ne? Wow. Langer Löffel, Mann. Ah, dich hau mal weg. Weg. Chefkoch brauchen wir nicht. Stattdessen wollen wir hier raus. Ah, er heilt uns. Ah, das ist ja nett von ihm. Dankeschön. Cool. Mit Babymilch, einer Orange, ein Brathähnchen. Hast du Dora wieder gekocht? Du Sack, hör auf, Dora zu kochen. Dora kann nichts dafür. Dora ist auf unserer Seite. Ah. Raus hier. Das ist voll gemein vom Kashiwa, ehrlich. Ah. Okay. Bye, Model. Wir brauchen jemanden, der werfen kann. Wir brauchen jemanden mit dem Pinsel. Ich glaube mal, hier kriegen wir irgendwo einen Pinsel gleich. Ah ja, Dr. Eisbert. Okay. Und wir brauchen jemanden, der das Zeug wegmachen konnte. Das Feuerzeug. Das hätten wir hier gehabt. Okay. Interessant. Also wir brauchen auf jeden Fall... irgendwas. Aber auf jeden Fall nicht Eis. Denn Eis bringt uns im Grunde genommen nichts, außer wir brauchen Curling. Das wäre allerdings ziemlich doof. Ich denke gerade mal nach. Welche Fähigkeiten sind denn großartig benötigt? Ah, wir bekommen sogar gestellt. Guck mal an. Das ist praktisch. Wir kriegen sie sogar gestellt hier vorne. Das ist schön. Haben sie mitgedacht. Hier oben ist gar nichts. Also sind wir reingespawnt.
gespawnt, vor allem. Okay. Ich sehe, was deren Plan ist. Ah, Bonkers. Ah, du hast meinen Angriff unterbrochen, Sack. Und das Psychon fast umgenatzt. Du Sack. Nein, Dora. Nee, Psychon ist tot. Psychon ist okay. Hilfe, Hilfe. Du bist gerade voll gehämmert. Jau. Kesselparty. Bonkers ist besiegt. Oh, aufs Übelste. Ach komm, wir nehmen ihn wieder. Mag jemand da reinspringen? Nice. Jetzt noch ein Bonkers im Team. Not bad. Zwei Hämmer? Doppelte Hammerpower? Oh, Alter. Noch eine Tür ist offen. Dann fehlt nur noch eins. Und die ist da ganz hinten. Hier. Also wir können auch da durch die Tür gehen gleich. Aber ich will noch den anderen Raum checken. Und hier müsste unser Pinsel-Freund sein. Ja. Wow. Wirklich, wirklich, wirklich. Komm runter. Pam. Hab dich. Wir lassen... Was kann Koch Kashiwa überhaupt machen für uns? Bonkers hat den Hammer. Wir haben selber einen Hammer. Dora kann uns Windfähigkeit geben. Brauchen wir nicht unbedingt. Kashiwa kann kochen. Sonst kann er nichts. Lass mal Dora raus. Brathähnchen. Wir brauchen auf jeden Fall die Fähigkeit. Einfach und allein dadurch, dass wir da was anpinseln können. Wahrscheinlich ist es ein Puzzleteil. Aber das heißt, wir benötigen von da oben... Ja, kurz mal hier durch. Nicht durch die Tür. Dankeschön. Wir wollen auf jeden Fall... Okay, das ist cool. Wir kriegen ja immer Bonkers auf jeden Fall. Das ist cool. Dich wollen wir haben. Start. Dem Koch Kashiwa eigentlich, aber... Bonkers, weg mit dir. Eine Boss-Truppe zusammen. Das ist ja mal hammermäßig gut. Können wir überhaupt was machen? Freundwurf. Ja, wir können hier theoretisch was machen. Blöcke schon weg? Jupp. Nein, da sind sie noch. Hey, einmal kurz. Na komm. Deine Richtung. Dankeschön. Aua. Passt. Sehr schön. Einmal anmalen, bitte. Für eine Maxi-Tomate. Okay. Und für ein Puzzleteil. Für ein... Großes Puzzleteil. Dankeschön. Ihr wart mir eine sehr freundliche Hilfe. Die ich leider nicht mehr in Anspruch nehmen muss. Tut mir leid. Nein, ich habe meinen Hammer verloren. Meine Windfähigkeit. Ja gut, die war eh nicht so gut. Hey, Bonkers. Oh. Na. Hi, Bonkers. Ach, scheiß drauf. Geht alle mal rein da. Komm. Oh, eine komplette Bonkers-Gruppe. Das wird lustig. Das ist die absolut ekelhafteste Gruppe, die man haben kann. Ich würde drauf wetten. Was ein geiles Bild. Ha! Hammer, Brüder. Jawohl. Oh, die sehen aber nicht gerade freundlich aus, meine Herren. Oh. Buja. Ich muss zugeben, deren Pose ist so unfassbar lustig irgendwo. Dieses übertriebene Kinn einfach, dieses yes. Voll gut. Aber trotzdem. Na, ja, ja. War ein bisschen langweilig, das Level. War ein kleiner Mini-Boss-Rush. Entgegen dem Boss-Rush, den wir hier haben, auf den Monden. Ist das ein DDD? Aber alles im Allem. Mal schauen. Warte mal hier.
Mondgrott. Ha, eine Grotte. Lustig. Das Level ist mal ziemlich kurz. Ziemlich kurz. Mal gucken, oh mein Gott. Diese Hämmer einfach. Kriegen wir eine Fähigkeit noch? Irgendwo ein Element? Nehmen wir einen Schwertmeister. Nehmen wir Feuerelement. Oh, das ist cool. Hä? Nehmen wir Feuerelement auf jeden Fall. Ich will Feuerelement haben. Ja. Definitiv. Das kann nicht schaden. Also werde ich mir kurz einmal kurz alle reinpacken. Das sieht so bekloppt aus. Ehrlich. Und dann mache ich einmal schön auf jeden gleich die Feuerfähigkeit. So. Tut mir leid, aber du musst kurz raus. So. Bonkers. Bonkers und Bonkers. Oh boy. Oh. Das ist abartig. Achtung, da kannst du immer noch schaden. Das ist abartig. Oh, werden wir echt gezwungen, einen mitzunehmen? Das ist ja ekelhaft. Come on, wirklich. Ansonsten müssen wir hier durchlaufen. Wait, what? Ich glaube, wir müssen das trotzdem aktivieren. Nee, das ist der Stern, ne? Der Fliegestern. Nee, wir müssen erstmal da hinten durch. Achtung! Ich werde am ehesten mal... Ich werde den Hammer mal ablegen. So doof es klingt, ich werde den Hammer mal ablegen. Zurücklaufen, mit den einen verleiben. Ich kann ihn nicht wegmachen. Das Ding ist zu groß. Okay. Wir haben noch ein paar auf Reserve. Ein paar Hämmer. Richtig? Ja, sehr schön. Nein, ich wollte die Fähigkeit selber haben. Dankeschön. Hey Jungs, könnt ihr mir einmal kurz... Dankeschön. Wir kommen da nicht durch mit unseren Waffen, die wir gerade haben. Sei es das oder was anderes. Wir kommen da nicht durch. Die prallen alle dran ab. Und es passt nicht. Also müssen wir hier auf jeden Fall einmal kurz die Fähigkeit aktivieren. Oh boy. Freundestern, yay! Wirklich, das ist mir weggeballert. Alter. Ich will von denen keine Fähigkeiten haben, aber ich benötige, glaube ich, eine von denen. Ja, ich benötige von dem hier die Fähigkeit. Yep. Aber unten durch. Wollen nicht getroffen werden von dem Scheiß. Und Bonkers wollen wir haben. Hallo. Finde ich doof, dass er nicht so böse sein kann, wie er darf. Aber gut. Durch die Tür. Oh, er winkt. Ach, wie süß. Der große Bonkers. Ja, im Hintergrund. Ist ja nicht so, als wären wir jetzt so schon overpowered genug. Aber gut. Wenn ihr sagt, ich darf das. Okay. Geil. Sweet. Na? Mir fehlt immer noch ein Puzzleteil, ne? Das haben sie nicht irgendwo hier versteckt, oder? Au. Oder? Nein, das wäre gemein. Das haben sie nicht hier versteckt. Okay. Okay. Man muss auf Nummer sicher gehen. Also, ehrlich. Geht auf Nummer sicher, bevor ihr was verlasst. Tut's euch selber zuliebe. Oh. Ah. Okay. Ich brauche das Feuer. Feuerstern. Yay. Yeah.
Ich will jetzt nicht unbedingt, dass die Bonkers dahin geändert sind, sondern lieber ein Feuerstern. Oh. Das ist eine große Bombe. Hi. Was? Wieso kann das nicht? Das ist ein Witz, oder? Na gut, ich muss es wieder durchschneiden. Und dann brauche ich wieder dich? Ist ja ein Witz. Wow. Oh boy. Das hätte ins Auge gehen können. Oh, die Nerven war hart. Okay, wir haben da unten ein Puzzleteil, da haben wir auch noch ein Puzzleteil. Wir haben dort ein Puzzleteil, wir haben dort aber auch etwas zum Durchschneiden. Ja, wir brauchen auf jeden Fall den Bumerang-Typen. Ja. Ist ja nicht so, als könnten wir einfach durch alles durch, aber nein. Geht nicht. Ich will die Bonkers behalten, ehrlich. Eins, zwei, und drei. Na, drei. Gut. Feuer zurückholen. Au. Ah. Jetzt geben die uns die Fähigkeiten hier, oder was? Dankeschön. Ach komm. Ach komm, on. Come on. Dankeschön. Ich will gar nicht wissen, ob die One-Shots sind, aber... möglicherweise. Möglicherweise nicht. Aber die geben uns auch eine gute Menge KP. Ja, ist gut. Und der einzige Grund, warum ich hier wirklich einfach durchbrettere, ohne Sinn und Verstand, ist einfach... Wir werden eh geheilt. Von daher, warum soll ich nichts tun, ne? Das will ich haben. Oh yeah. Oh, Ninja. Wie sieht denn das aus? Ah, genau dasselbe. Der schießt Ninja-Sterne ab. Cool. Ich bald das Schwert. Aha, wow. Okay, das ist fies. Also abschießen, ich brauche Feuer. Feuer! Ganz viel hin und her. Ich hätte mir ehrlich gesagt wirklich die Arme mitnehmen sollen. Aber na gut. Fähigkeit, danke sehr. Hui, kann man schneller irgendwo fliegen? Ne, man kann A drücken, um zum Hochgehen. Warum auch immer man das haben will. Hauptsache ich fallen. Alles ist rein, was ich finden kann. Oh mein Gott, ihr habt mir gerade meine Fähigkeit weggenommen. Ich kriege Meise. Ha, ihr seid gemein. Das dauert jetzt schon länger als das andere Level, ja? Einfach nur, weil gemein. Dieses Abteil hier. What? Ich kann es aufladen? Warum wusste ich das nicht? Warum erzählt mir niemand sowas? Oh. Ruppig. Böses verstecktes Puzzleteil. Das muss ich mal kurz zugeben. Leicht böse versteckt. Mir gefällt's. Dürfen wir einen Boss so bekämpfen? Das wäre nice. Ich denke mal eher nicht. Landen wir. Ja. Oder? Oh, wer bist denn du? Oh, das ist eine Schleife. Du bist also weiblich. Die robuste Mama. Mama Pracht. Wirklich. Huh. Oh, Mann. Ah, ich sehe schon, wo dein Problem ist. Wir können deine Arme abschneiden. Hahaha. Und dann rufst du Gegner, natürlich, die uns die Feuersachen bringen. Alles klar. Ich sehe schon. Oh nein, du bist ein Ei. Warum bist du ein Ei? Hey, Bonkers, mach mal kurz Schaden. Hat er mal so viel Schaden. Mist. Interessanter Bossgegner? Fragezeichen. Ziemlich groß, also. Ist aber für Kirby-Verhältnisse groß.
Und sie ist besiegt. Buja. Ich muss kurz durchwechseln. Oh yeah. DK Dance. Hauptsache, die tanzen da rum wie DK, das ist so herrlich. Ich meine, wie Donkey Kong. Oh Mann, das ist ja bekloppt. Leute, warum tanzen wir rum wie Donkey Kong? Oh, okay. Hm. Das war ein ungewöhnlicher Part. Mondkrot. Ja gut. Was soll ich zu dem Part sagen? Er war merkwürdig. Ich bin kein großer Fan davon. Auf zum nächsten Part. Wo wir uns begeben? Zum Planeten Frostak. Und seinem Mond. Und eventuell dann diese kleine Welt hier drüben als Zusatzwelt. Aber ich glaube, die werden wir nicht angehen. Oder? Nein, wahrscheinlich eher nicht. Nicht in diesem Part dann. Aber Leute, ich bin raus. Ich danke fürs Zuschauen, auch wenn es heute ein komischer Part war, aber... Meh. Was soll's. Haut's rein, bis dahin. Ciao, ciao.